Hallo und herzlich willkommen zu den Gartenvideos von Lubera. Kaum sprießt im Frühling das erste Grün, kommen auch schon die Blattläuse und stürzen sich darauf, um sich ihre Portion Pflanzensaft abzuzapfen. Was können wir dagegen tun und müssen wir überhaupt etwas tun? Darum wird es heute in unserem Video gehen. Ich stelle euch ein paar gute mechanische Methoden vor, meine Lieblingsmethode und zum Schluss auch noch ein Rezept mit Zutaten aus eurem Garten, wie ihr Blattläuse bekämpfen könnt. Fangen wir mit den mechanischen Bekämpfungsmethoden an. Die ersten Blattläuse im Frühling, die werde ich meistens los, wenn ich meinen Morgenspaziergang durch den Garten mache und dann einfach die befallenen Triebe mit den Händen abstreife. Ich mache das ohne Handschuhe, man kann das auch mit Handschuhen machen, ich finde das nicht eklig, ich wasche mir danach einfach die Hände und dann ist es gut. Eine andere Möglichkeit, wem das Abstreifen nicht so gut gefällt, ist, einfach mit einem sanften Wasserstrahl die Blattläuse von der Rose runterspülen. Die meisten Blattläuse schaffen es nicht wieder zurück hochzuklettern, also auch so wird man die ersten Blattläuse im Frühling ganz einfach und ohne Nebenwirkungen los. Kommen wir zu meiner Lieblingsmethode. Abwarten und Tee trinken. Einen so starken Läusebefall wie an der Artischocke hier neben mir, den kriege ich mit Abstreifen oder mit Wasser abspülen so und so nicht in den Griff. Da setze ich lieber auf viele freundliche Helfer in meinem Garten. Und wenn wir uns die Artischocke mal näher angucken, sehen wir, dass die auch alle schon bereitstehen. Marienkäfer haben Eier gelegt, die Larven sind schon geschlüpft, die ersten Larven verpuppen sich schon. So eine Larve frisst Unmengen von Blattläusen am Tag. Ein, zwei Wochen, ein bisschen Geduld, dann ist diese Artischocke hier völlig blattlausfrei und mein Problem ist gelöst, ohne dass ich auch nur einen Finger krümmen musste. Für die weniger Geduldigen unter euch oder für, wenn es wirklich ein großes Blattlausproblem gibt, gibt es jetzt ein Hausmittel mit Zutaten aus eurem Garten, was euer Blattlausproblem ebenfalls lösen wird. Ihr braucht 2 bis 3 große Blätter Rhabarber, nur die Blätter, die Stiele nicht. Die Stiele könnt ihr zu einem leckeren Kuchen oder Crumble verarbeiten. Dann braucht ihr einen großen Topf und 1 Liter kochendes Wasser. Diese Blätter, die zerkleinert ihr jetzt erstmal grob. Das reicht so. Dann kommen die in diesen Topf rein. Und jetzt schütten wir kochendes Wasser drüber. Muss man ein bisschen aufpassen, diese Kanne ist immer sehr heiß. So, einfach aufschütten. Also 2, 3 Blätter, 1 Liter Wasser. Das ist so in etwa das Mischungsverhältnis. Jetzt kommt der Deckel drauf und das Ganze bleibt stehen und muss ziehen. 10 bis 20 Minuten. Ich lasse es einfach immer so lange stehen, bis es abgekühlt ist. Dann wird das Ganze durch ein Sieb abgeseiht. Die Blätter könnt ihr auf den Kompost schmeißen und die Flüssigkeit wird unverdünnt in eine Sprühflasche gefüllt. Damit sprüht ihr die Pflanzen, die von Blattläusen befallen sind, ein und aus ist es mit der Laus. Dieser Rhabarbertee, der wirkt über einen Bestandteil im Rhabarber, die Oxalsäure. Diese Oxalsäure, die löst im Prinzip die Außenhaut von der Blattlaus auf. Ihr müsst euch aber klar machen, dass ihr das auch mit der Außenhaut von anderen Tieren tut. Also wendet das nur an, wenn ihr wirklich ein großes Problem habt und wenn da nicht schon Nützlinge sitzen, weil die Nützlinge würdet ihr auf diese Art und Weise ebenfalls zerstören. Das war's zu diesem Thema. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den YouTube-Channel oder besucht die Homepage lubera.com. Dort erhaltet ihr Infos zu mehr als 5000 Pflanzen. Wir sagen Tschüss und wünschen euch eine gute Gartenzeit.